let's get it in. Straight to the ball, straight shots, just right to start the night off. You can walk, don't be pop low, don't get a JD on the roster. The night is young, I'm on the chick with big thighs. You can move and groove to the baseline. Move like she ain't got no waistline. Then it's on to the next, can't take time. It's the baseline. Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich war auf der Gamescom letzte Woche und es war sehr, sehr cool und aufregend und spannend. Ich will euch heute ein paar Impressionen zeigen, einfach nur ein paar Videoausschnitte von meiner Woche auf der Gamescom. Ich kann nicht so viel dazu reden, weil meine Stimme ist vollkommen weg, immer noch. Ja, wenn man 3 Tage anstatt nur in seinem Kämmerchen zu zeichnen, plötzlich draußen in der großen Welt ist und mit vielen, vielen Leuten sprechen muss, dann versagt einem irgendwann die Stimme. Ich war dort als Artist für Wacom. Ich habe am Stand von Wacom sehr, sehr viel gezeichnet. Ich habe viele Fragen beantwortet. Ich habe ein paar Vorträge gehalten. Ich habe ein Interview gegeben. Das waren alles coole neue Erfahrungen für mich. Und ich will es nächstes Jahr unbedingt wiederholen. Und noch viel mehr von euch treffen. Ich habe ein paar Leute getroffen tatsächlich, die meine YouTube-Videos gucken. Auch ein paar neue Abonnenten dazu gewonnen. Also hallo an alle, die mich jetzt neu abonniert haben. Während ich weg war, ist unfassbar viel passiert. Kaum ist mal 3 Tage nicht da, bringt Taylor Swift ein neues Musikvideo raus. Das werde ich mir nachher gleich anschauen. Was außerdem passiert ist, ist, ich habe ein Paket bekommen. Und zwar von einem Kickstarter, den ich unterstützt habe. Nämlich Character Design Quarterly. Das ist ein neues Magazin, wo es ausschließlich um Character Design geht. Ich konnte es mir noch nicht wirklich angucken, seit ich heimgekommen bin, aber wenn ihr Interesse daran habt, dass ich vielleicht ein Video Review mache von dem hier, dann schreibt mir das doch unten in die Kommentare. Ansonsten wollte ich noch einen Shoutout geben, natürlich an Wacom, die mich eingeladen haben auf die Gamescom. Vielen, vielen Dank an alle, die das organisiert haben. Ihr seid wirklich ein großartiges Team und mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, mit euch die 3 Tage zu verbringen. Auch wenn es in unserer Halle ein klitzekleines bisschen laut war und wir uns immer anschreien möchten. Noch 2 andere Firmen, denen ich gerne einen Shoutout geben möchte. Das eine ist Formlabs. Diese Firma hatte an unserem Stand in Halle 8 ihre 3D-Printer stehen, die wirklich wahnsinnig cool sind und richtig tolle 3D-Modelle drucken zu einem viel, viel günstigeren Preis, als normalerweise 3D-Drucker kosten. Vielleicht checkt ihr die mal aus, wenn ihr euch für 3D-Grafik interessiert oder das vielleicht ein Produkt für euch wäre. Ich link euch das mal unten. Und die 3. Firma, die ich erwähnen will, ist Mocha Studio. Die haben ein Produkt rausgebracht, was sie auch bei uns am Stand vorgestellt haben mit ein paar Präsentationen, nämlich MoSketch. Wenn ihr 3D-Animator seid, dann guckt euch das mal an. Das ist so eine coole neue Art zu animieren. Und das hat sogar mein altes 2D-Herz höher schlagen lassen. Also wirklich cooles Tool. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Ich schone jetzt ein bisschen meine Stimme. Versuche wieder in den normalen Arbeitsalltag reinzukommen nach dieser coolen, coolen Woche. Und freue mich, euch ein paar Eindrücke zeigen zu können von der Gamescom 2017. Ich sehe euch im nächsten Video. Bye! Die haben es alle extrem eilig, zu ihren Lieblingsgames zu kommen. Ich zeige euch das.
drop low, don't get a JD on the roster. The night is young, I'm on the chick with big thighs. Who can move and groove to the baseline? Move like she ain't got no waistline. Did a song to the next, can't take time. It's the baseline. Make him wanna skank and lose control. Go to the bar and blow some dough. Like it was a fat ass chick on a pole. They hating so. I got a dondon with a red hair that'll make his head blow. But I don't really wanna get blood on my clothes. Shades, hot like where the weed grows. Yo. Noch mehr Menschen. Alle, die vorher draußen waren, so ein bisschen verteilt haben.